Hey Leute, heute würde ich gerne zeigen, wie ihr ganz einfach zu Hause eure Haare selbst schneiden könnt. Also ich benutze diese Technik seit, ich weiß nicht, 2 bis 3 Jahren und sie ist nie fehlgeschlagen. Also es ist ziemlich narrensicher, ihr könnt euch nicht die Haare verschneiden. Und besonders geeignet ist es, wenn ihr eure Spitzen schneiden wollt oder einfach die Haare auf einer Länge tragt und ein paar Stufen nur drin habt. Ich würde es nicht machen, wenn die Haare kürzer sind als so. Also alles, was über Schulter ist, würde ich lieber zum Friseur gehen. Und auch wenn ihr krauses Haar habt oder viele Locken. Am besten funktioniert es, wenn ihr die Haare vorher glättet. Also meine sind Natur so glatt, aber wenn ihr leichte, krause, also ganz leichte Wellen habt, dann glättet sie vorher oder föhnt sie glatt, weil dann wird das Ergebnis einfach am genauesten, weil dann könnt ihr genau schauen, ja, wie sind sie auf einer Länge. Und auch super ist es, wenn ihr gerade dabei seid, eure Haare lang wachsen zu lassen. Weil bei mir war es auch so, ich habe angefangen, meine Haare selbst zu schneiden, weil ich nicht immer wollte, dass der Friseur so viel abschneidet. Also man lässt die Haare monatelang wachsen, dann geht man zum Friseur und der schneidet einfach wieder alles ab und man ist da, wo man vor 6 Monaten irgendwie war. Deshalb ist es ganz gut, ihr könnt selbst entscheiden, wie viel schneidet ihr ab. Ihr solltet eure Haare trotzdem immer natürlich schneiden, aber so könnt ihr Geld sparen, Zeit sparen und macht das relativ einfach zu Hause. Okay, fangen wir an. Was braucht ihr? Also wie gesagt, glatte Haare oder relativ geglättete Haare. Ich würde einen Mittelscheitel machen. Wenn ihr nur Seitenscheitel tragt und wirklich immer den gleichen, könnt ihr es auch mit dem Seitenscheitel theoretisch schneiden. Aber ich würde euch empfehlen, macht den Mittelscheitel. Dann könnt ihr alles viel besser schauen und dann könnt ihr immer noch verschiedene Scheitel machen. Die Haare passen einfach immer. Was ihr dann noch braucht, sind 2 Haargummis, eine Bürste und eine Schere. Und bitte nehmt keine Nagelschere, nehmt keine Bastelschere, keine Küchenschere, nehmt eine Friseurschere. Und die ist von DM und die sollte es auch mindestens sein so. Ihr könnt natürlich auch eine teurere kaufen, aber muss jetzt nicht. Ne? Aber trotzdem bitte mindestens sowas, weil sonst habt ihr mehr Spliss als vorher. Also, Schritt 1, Haare gut durchbürsten. Ihr solltet keinen Knoten drin haben. Ich würde auch kein Produkt reinmachen, viel, wenn ihr die vorher föhnt. Also keine Volumensachen, dass die wirklich einfach nur glatt sind. Also bei mir hängen die jetzt auch wirklich schön aalglatt einfach nur runter. Ihr könnt ein bisschen Haaröl vielleicht reinmachen, um die noch ein bisschen glatter zu bekommen. Aber so ist das Grundmaterial. So, okay, ich werde euch jetzt zeigen, wie ihr einmal einen V-Schnitt bekommt. Das heißt, eure Haare, wenn ihr am Rücken die nach hinten macht, so, dass sie ein V haben oder ein U. Also ich werde euch jetzt beide Varianten zeigen. Ich mache gerne so ein Mittelding, also einfach so ein, nicht so ein richtiges V, sondern so ein leicht, so ein UV. Ich zeige es euch eh. Okay, Schritt 1. Also Haare sind hier schon in der Mitte. Und dann teilt ihr die jetzt auf beide Seiten so runter, dass ihr ungefähr gleich viel Haare habt. So. Und jetzt ist es entscheidend, eure Kopfposition. Wenn ihr euren Kopf weit nach unten neigt, dann wird das V krasser oder das U krasser. Und wenn ihr euer Kopf nach hinten macht gleich, dann wird das V nicht so krass und das U auch nicht so krass. Also dann wird es eher gerade. Ich lasse meinen Kopf so in der Mitte. Ich bin immer für ein gutes Mittelding. Oder halt so leicht nach unten. Also jetzt kommt da ein Haargummi rein. Und auf die andere Seite kommt ein Haargummi. So. Und jetzt gucke ich leicht nach unten, so, aber nicht zu viel, und ziehe die nach unten, die Haargummis. Dann habt ihr hier eure beiden Zöpfe. Ich ziehe es nicht zu weit, weil sonst würden die rausgehen, die Gummis, weil meine Haare unten natürlich ein bisschen dünner sind. Aber ich habe das jetzt schon so, dass es, dadurch, dass ich nach unten geguckt habe, haben die jetzt die Form, die sie bekommen sollen, als ich runtergezogen habe. Und jetzt nehme ich sie zwischen 2 Finger, also ich nehme hier einen Gummi, gehe hier hoch, so, nehme meine Schere und schneide das einfach ab. Zack. Einfach relativ gerade, ab damit. Und ungefähr das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Ihr seht es natürlich jetzt nicht, ich gucke dann in den Spiegel, also wenn ihr selbst mal macht, zum Spiegel und schaut dann, dass beides halt auf einer Länge ungefähr ist. Und mit dem Schritt habt ihr jetzt euer V gemacht, also ich wiederhole es nochmal. Je weiter ihr nach unten geguckt habt, desto stärker ist das V geworden, je weiter ihr nach oben, desto flacher ist es dann geworden, wenn ihr das Ganze, wenn ihr die Haargummis runterzieht. Da ich jetzt aber kein V will, sondern ein U, nehme ich nochmal alle Haare nach hinten, mache wieder einen Zopf
Schraube dabei wieder etwas nach unten und ziehe das Haargummi runter. Wenn ihr irgendwann nicht mehr hinkommt, weil eure Haare zu lang sind, könnt ihr das auch nach vorne nehmen oder so leicht auf die Seite. Aber ihr solltet gucken, dass ihr trotzdem noch gerade weiterzieht. Dann nehme ich das Ganze nach vorne und schneide jetzt wieder ein Stück ab. Und was ihr damit macht, ist einfach, dass ihr die Spitze von dem V kappt. Also, dass es wieder so ein Trapez ist. Und ab damit. Und da könnt ihr, also am ersten Mal würde ich weniger abschneiden, aber später kann man da auch mal ein bisschen großzügiger sein, weil die kaputten Haare müssen noch abkommen. So. Okay, was ich jetzt mache, jetzt ist man schon fast fertig. Jetzt würde ich nochmal vor den Spiegel gehen. Das kann ich jetzt hier natürlich nicht machen, weil ich vor der Kamera bin. Aber dann nehme ich die Schere und schaue dann nochmal so, weil was ihr jetzt gemacht habt, ist, dass ihr so seid und dann so. Also ihr habt da noch so eine kleine Ecke drin, wenn ihr von hinten so schauen würdet. Ihr könnt entweder eure Mama, eure Freundin fragen, ob sie halt dann nochmal schaut und ob sie das ein bisschen fließen, ineinander übergehen lässt. Oder ihr schaut einfach selbst, indem ihr dann so von der Seite mal schaut. Also dass ihr dann guckt, haben die Haare einen schönen Übergang oder ne, würdet ihr dann noch was machen? Dann nehme ich die Haare meist so und schneide sie dann eben noch ein bisschen so. Und das nächste, was jetzt kommt, sind die Stufen. Das ist ein Kapitel, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Also was ich eben gezeigt habe, das ist relativ sicher. Also da kann man eigentlich nichts falsch machen, außer dass man die Zöpfe vielleicht auf total unterschiedlichen Höhen abschneidet. Aber sonst ist es sehr sicher. Aber die Stufen, ja, da kann man was falsch machen. Was ich jetzt mache, ich stufe meine ganzen Haare gar nicht. Aus dem Grund, weil sie sehr lang sind. Also die gehen mir weit fast bis zur Taille langsam. Und wenn ich die stufen würde, dann hätte ich das Problem, dass sie unten zu dünn werden würden. Einfach, weil es meine Haarstruktur ist. Ich mache sie nur vorne. Also, dass ich vorne, hier meine kürzeste Stufe ist da. Die sollen jetzt auch wieder ein bisschen kürzer. Und das geht eben nach unten so fließend über. Ich nehme die Schere. Und ich schneide die dann, also ich nehme meine Haare, nehme so ein bisschen und schneide die dann so von unten nach oben. Und ihr könnt die auch ein bisschen ausdünnen, indem ihr mit oben hier so reinschneidet. So. Und so gehe ich eben von unten einfach. Also ich mache ungefähr so die ersten 5 bis 10 cm meiner Haare hier vorne, schräge ich einfach so an. Dass es eben zum Gesichthöhen höher wird. Ne? So. Was ihr dann noch überprüfen solltet, ist, dass der Anfang auf der gleichen Höhe ist. Dann nehme ich jetzt nochmal die beiden Strähnen. Schere und schneide da auch nochmal in der Seite ein bisschen kürzer, dass das auch alles symmetrisch ist. Wenn ihr einen Seitenscheitel tragt, dann würde ich diesen Schritt in dem Scheitel machen, den ihr sonst immer tragt. Also wie gesagt, Mittelscheitel könnt ihr immer machen und wenn ihr dann einen Seitenscheitel macht, dann passt es auch eigentlich, theoretisch. Aber wenn ihr immer einen Seitenscheitel mit einem Pony tragt, könnt ihr auch mal versuchen, den zu schneiden. Das habe ich früher auch gemacht. Da würde ich mich aber wirklich rantasten. Das kann auch mal in die Hose gehen. Bei diesen Stufen hier vorne ist es eigentlich auch relativ narrensicher. Was ihr aber auch nicht machen solltet, ist, dass sie genau auf Gesichtshöhe anfangen. Das habe ich mal gemacht und es sah kacke aus. Also ich würde immer so mindestens 1-2 cm weiter unten anfangen. Das sieht einfach, finde ich, ein bisschen schöner aus bei meinen Haaren. Vielleicht ist es auch bei euch auch gut. Also ihr könnt auch euch mal ein bisschen rumprobieren. Ich meine, Haare wachsen auch wieder. Ich würde jetzt nicht selbstständig auf einmal irgendwie einen Bob schneiden, davon würde ich abraten. Bei so krassen Veränderungen geht es zum Friseur. Generell Friseur ist wahrscheinlich doch immer besser, weil Fachmann, klar. Aber wenn ihr nur Spitzen schneiden wollt, dann ist diese Methode auf alle Fälle empfehlenswert. Ihr könnt mir ja, wenn es euch gefallen hat oder ihr es mal machen wollt, einen Daumen hoch geben oder einen Kommentar schreiben. Würde mich extremst freuen und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das sind wirklich sehr einfache Tipps, sehr einfache Schritte. Aber trotzdem muss man natürlich auch erstmal drauf kommen. Ja, ich hoffe, ich habe euch mit dem Video geholfen und wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss!